Hallo und herzlich willkommen. Wir sind Schülerinnen und Schüler der zweiten Büroklasse der Berufsschule Braunau. Wir haben die Linzer Passanten zum Thema IS-Kämpfer befragt. Diese Thematik haben wir uns ausgesucht, da es zurzeit sehr aktuell ist und es auch Jugendliche unseren Alters betrifft. Vielen dieser Menschen wird ein besseres Leben versprochen. Oftmals wird die Religion aber auch missverstanden. Genau aus diesem Grund waren wir an der Meinung der Linzer interessiert und haben diese gefragt, was ihrer Meinung nach in den IS-Kämpfern vorgeht. Weiß ich nicht, das ist eine Art Gehirnwäsche, was mit ihnen gemacht worden ist. Ja, die wollen alle enthaupten und schlachten und den Islam als Recht und Weltreligion hervorheben. Ne? Was in IS-Kämpfern vorgeht? Ich glaube, dass das primär mehr Abenteuerlust ist. Sekundär die Geschichte, die es über Videospiele mitkriegen und einfach keine Vorstellung haben, was die Realität ist. Man sieht es ja daran, wenn IS-Kämpfer zurückkommen, dass sie völlig desillusioniert und völlig von der Rolle sind. Naja, auf jeden Fall ist nichts Positives. Ne? Was in denen vorgeht? Krank. Ich bin selber von dem Beruf her, ich bin selber Berufssoldat gewesen, 40 Jahre. Ich war 5 Jahre im Ausland, Gott in Syrien und so weiter. Also ich sage, ich verstehe diese Leute nicht, weil normal sind sie friedliebende Leute. Das sind alle sehr freundlich, gegen ihren Glauben noch. Aber ich weiß nicht, wie das kommt. Das kann man nicht vorstellen. Die werden durch die Hassprediger. Es gibt Prediger, auch in Österreich. Ja, es gibt da ungefähr 500 Moscheen, wo keiner weiß, was drinnen passiert. Ne? Und das ist leider das. Aber was soll man dagegen machen? Genauso wie wir es im Fernsehen sagen, die Köpfung von Leuten, das ist unwahrscheinlich. Im Allgemeinen haben Jugendliche viele Wünsche und Hoffnungen und wenn ihnen die Perspektiven fehlen, kann es problematisch werden. Den meisten jungen Menschen, die ohne Perspektive sind, kann man leichte Versprechungen machen. Wir wollten von unseren Interviewpartnern wissen, was ihrer Meinung nach junge Menschen dazu bewegt, in den Krieg zu ziehen. Es werden ihnen sicher irgendwelche Sachen versprochen. Die haben keine Perspektive momentan. Abenteuerlust. Naja, vielleicht ist es ein bisschen Abenteuerlust. Aber nein, die haben eine falsche Vorstellung vom Krieg. Die haben eine Vorstellung, was ich, sie kriegen dort zwar alles, ja. Sie kriegen sofort eine Frau zugeteilt. Na, das ist schon ein Witz, wenn ich das sage. Ne? Sie haben dort alles und glauben sie, aber die werden nichts dort. Nach einer Zeit werden sie abgeschoben wieder. Das weiß ich nicht, was die da dazu treibt. Das Gewisse ist der Tod, das garantiert ist, wenn sie Pech haben. Geld, weiß ich nicht, ob die so viel Zeit kriegen. Das glaube ich nicht, ne? Das ist ja Idealismus. Idealismus, ja. Sie glauben halt, dass die Welt verändern können. Ne? Genau, aber das werden sie nicht was schaffen. Aber im Endeffekt nicht der Sinn und das ist ja nur Terrorakt. Das ist sehr schwierig zum sagen. Ausweglosigkeit, kein Haken, keine Zukunft. Kommen aus Ländern, wo es halt andere Rituale gibt. Ja. Da viele Menschen nicht differenzieren können, entwickeln sie viele Vorurteile gegenüber allen Moslems. Daher wollten wir von den Passanten wissen, wie ihr derzeitiges Bild der Moslems aussieht. Ja, ein neutrales Bild. Das sind natürlich schlecht. Das ist nur ganz ein kleiner Teil. Ich sag so, die Österreicher werden erst aufwachen, wenn sie bei uns die Kirchen abreißen. Das ist nicht zum Lachen, das ist traurig und die Wahrheit. Weil wenn es so weitergeht, weil jeder Einwanderer ist Islamist, was mir. Und in der Woche sind 1300 Anträge zum Bearbeiten von unseren gescheiten Herren. Ne? Ein sehr differenziertes, ich glaube trotzdem, dass der muslimische Glaube die Machtfrage stellt. Ich glaube trotzdem, dass muslimische Männer ihre Frauen nicht so behandeln, wie ich es gerne hätte. Und ich weiß, dass muslimische Männer immer noch Frauen kaufen. Ich muss sagen, kein schlechtes Bild. Kein schlechtes Bild, wenn er seinen Glauben nachgeht. Ja? Warum? Genau dasselbe, was wir der Moslem gegenüber den Christen für einen Glauben haben. Wir gehen unseren Glauben nach. Die gingen es vielleicht ein bisschen radikaler oder mehr an der Öffentlichkeit. Aber es soll sicher nicht auswerten, dass daraus ein Hass wird. Und es wird der Glaube verschiedenartig ausgelegt. Die legen das alles anders aus. Obwohl sie nichts anderes drinsteht als die Bibel. Das ist alles eine Parallele. Kein schlechtes, weil die Moslems alleine sind ja nicht alle.
Ach so, ja, die Moslems selber dementieren ja schon, aber es ist natürlich schon erschreckend, dass die gesamte Terrorszene aus diesen Bereichen kommt. Ja. Das ist nicht zum Wegleugnen. Für mich zumindest nicht, wenn ich Zeitung lese. Ne? Ich habe für sich ein sehr gutes. Sehen Sie, ich habe mir gerade wieder ein Kebab geholt, weil er isst es gern. Und für mich ist jeder Mensch total gleich, wenn er sich normal benimmt. Eine ganz andere Sicht der Dinge bekommt man, wenn man persönlich mit diesem heiklen Thema in Verbindung tritt. Man würde alles dafür tun, die Menschen, die einem nahestehen, zu überzeugen und abzuhalten, sich diesem Fanatismus anzuschließen. Deshalb haben wir den Linzern die Frage gestellt, wie sie reagieren würden, wenn ein Bekannter oder Verwandter in den Krieg ziehen würde. Das ist eine freie Entscheidung, oder? Man kann keinen Hintern drauf. Ja, ich würde ihm das versuchen auszureden. Ja. Aber ja, wie meistens sind das Leute, die ja keine Beziehungen mehr haben, sie ja nicht Verwandten. Das ist das Schlimme. Ne? Ja, die abraten und, ja. Und wenn er es wirklich macht, nicht mehr anreden. Für mich gibt es ihn nicht mehr dann. Na, ich würde versuchen, mit ihm zu reden und ihn davon abzuhalten. Na, ich werde mal mit ihm einmal ein Gespräch führen. Und ich werde ihm sagen, was ihm da blüht. Ich kann es als Erfahrung ihm sagen. Ich kann ihm Bilder zeigen. Ich habe selber Tote in meiner Einheit gehabt, verbrannt, am Napalmangriff und sowas sehen, dann denkt man anders. Ja? Oder Kinder am Agress und Fuß, weil die müssen die Schafe hüten, wo noch innen verlegt sind. Das ist schlecht, das ist, was ist, ist ein Krieg. Ja, ich würde schon versuchen, den Menschen zuerst einmal ins Gewissen zu reden, dass ich sage, junger Mann oder junge Frau, überleg überhaupt, was du machst. Weil sind wir froh, dass wir Frieden haben. Ne? Die Meinungen und Reaktionen waren sehr unterschiedlich. Mit unserem Beitrag möchten wir bezwecken, dass die Bevölkerung und vor allem die Jugendlichen mehr darüber in Schulen aufgeklärt werden. Wir danken unseren Interviewpartnern und Partnerinnen für den Einblick, den sie uns gegeben haben.